Moin! Was geht, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Majestic Roleplay. Natürlich auf dem deutschen Server zu verstehen. Ach ja, und habt ihr schon meinen Promocode Whiskey benutzt in-game? Nutzt ihn doch, um 20.000 Dollar sowie 7 Tage Platinum freizuschalten, indem ihr danach Level 3 erreicht. Nun, Majestic Roleplay hat jetzt wieder ein neues Update für uns rausgehauen auf dem deutschen Server. Und zwar haben wir den Battle Pass bzw. den Season Pass bekommen. Drücken wir die F2-Taste, finden wir auf der linken Seite den Season Pass. Dort könnt ihr euch auf der Hauptseite erstmal umgucken und sehen, was ihr so bekommt. Es gibt wirklich zahlreiche Belohnungen. Und ihr müsst hierbei wirklich kein Echtgeld ausgeben, um die oberste Reihe freizuschalten. Was ihr machen müsst, ist eigentlich relativ einfach. Auf der linken Seite findet ihr einen Tab namens Aufgaben. Dort könnt ihr verschiedene Aufgaben erledigen auf Majestic Roleplay. Und wenn ihr diese Aufgaben erledigt, bekommt ihr diese Sternpunkte. Mit diesen Sternpunkten könnt ihr euch praktisch die nächste Stufe eures Battle Passes kaufen. Ich bin hier bei Stufe 6 jetzt, und beziehungsweise kurz vor 6. Und werde dann so praktisch meinen Battle Pass freischalten. Circa jede Stunde bekommt ihr kostenlose 300 Points. Ihr seht das ja hier. 300 Points bekommt ihr alle 60 Minuten. Die könnt ihr euch dann hier in diesem Tab abholen. Wenn ihr dann draufklickt, bekommt ihr diese Punkte gut geschrieben. Das seht ihr dann hier unten. Es gibt natürlich auch einen Premium Battle Pass. Ihr könnt den von Level 1 bis Stufe 35 hochleveln. Das heißt, wenn ihr euch den Pass für 2500 MC kauft, dann könnt ihr die untere Reihe bis Level 35 freileveln. Man levelt eigentlich den Battle Pass gar nicht mal so schlecht. Prinzipiell bekommt ihr schon ab Stufe 28 300 MC wieder gut geschrieben und ihr habt natürlich auch nochmal Kisten, wo ihr dann auch noch mit Glück MC Points wieder bekommen könnt, was bedeutet, dass ihr praktisch nicht so viel für den Battle Pass ausgeben müsst. Natürlich könnt ihr euch die Erfahrung auch erkaufen. Für die Reichen unter euch sollte das eigentlich kein Problem sein. Das muss natürlich jeder selber wissen, ob er hier reincasht oder nicht. Ich habe mir jetzt einfach erstmal nur die 35 Stufen gekauft. Und ich werde einfach mal schauen, wie weit ungefähr das ausreichen wird, wenn ich meine Majestic Coins jede 5 Stunden sammeln kann. Man bekommt ja 200 Majestic Coins immer gut geschrieben, wenn man 5 Stunden auf dem Server spielt. In der Theorie könnt ihr praktisch das Ganze auch kostenlos erwerben. Okay, eine Ansage ist natürlich auch, ja, wenn ihr einmal 2500 ausgegeben habt und dann von Stufe 36 auf 75 weiterzuleveln, müsst ihr 5000 ausgeben. Das ist natürlich wieder eine andere Sache, aber das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt auch ein Ranking, wer aktuell der höchste ist im Battle Pass. Hier sind einige Leute, die sich schon alles erkauft haben, denn wenn ich das jetzt mal hier so hoch sehe, dann ist der auf Level 67. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das Ganze hier praktisch so gemacht worden ist, dass hier das Ganze hier so hochgelevelt wird, wenn man das hochkauft, ne? Weil ich mache die Aufgaben selber und ja, das muss natürlich, wie gesagt, jeder selber wissen. Der Winterpass ist, wie gesagt, für jeden kostenlos, beziehungsweise eigentlich hätte es ein Frühlingspass werden sollen, laut meiner Information, aber egal. Wir haben den polnischen Battle Pass bekommen, den gibt es auf dem PL1 auch. Die Kisten sind hier auch mit dabei. Wenn ihr unter F2 dann reingeht, unter beziehungsweise unter Geschäfte und dann Gegenstände, dann findet ihr auch die gewonnenen Gegenstände hier. Vergesst nicht, wenn ihr in-game seid, benutzt doch meinen Promocode Whiskey, denn so bekommt ihr 20.000 Dollar und 7 Tage Platinum-Status. Ihr müsst dafür nur Level 3 erreichen und das war's auch schon. Das soll's wieder gewesen sein, liebe Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Majestic Roleplay-Video. Euer Wiz, bis zum nächsten Mal.